euren Sparen bei Immobilieninvestments und wie sich eure Steuerlast berechnet, welche Einnahmen, welche Ausgaben eure Steuern beeinflussen, all das erfahrt ihr hier in diesem Video. Grundsätzlich möchte ich euch heute einen groben Überblick darüber geben, wie sich die Steuerlast im Immobilienbereich zusammensetzt, was zählt alles zu Einnahmen, was zählt alles zu Ausgaben, was ist zu der Abschreibung zu beachten. Man meint ja erstmal, dass es doch ganz einfach ist, die Einnahmen gegen die Ausgaben zu stellen, aber meiner Meinung nach ist das Ganze etwas komplexer und ich möchte euch das am Beispiel eines Unternehmens verdeutlichen. Grundsätzlich ist ein Unternehmen immer dann lohnenswert, wenn man mehr Einnahmen als Ausgaben generiert. Und die Frage ist ja jetzt bei Immobilieninvestments, was gehört alles zu den Einnahmen und was gehört alles zu den Ausgaben? Bei den Einnahmen meint man ja jetzt, dass wir nur die Mietzahlungen der Mieter berücksichtigen müssen, nämlich die Netto-Kaltmiete, also den Wert, den der Mieter uns dafür überweist, dass er in unserer Wohnung wohnen darf. Aber neben der Netto-Kaltmiete gehört auch die Nebenkostenvorauszahlung zu den Einnahmen, die wir ja erstmal auf unserem Geschäftskonto, dem Mietkonto, verbuchen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen, dass das auch erstmal eine Einnahmensituation darstellt und wir nur durch eine ordnungsgemäße Nebenkostenabrechnung unsere Einnahmen wieder reduzieren können, nämlich damit, dass wir die Nebenkosten auf den Mieter umlegen und das je nachdem, wie viel er verbraucht hat, also wie viele Personen oder wie viel Quadratmeter hat er verwendet. Und diese Steuerlast möchten wir natürlich nicht auf unseren Schultern lasten, sondern damit unsere Einnahmen reduzieren. Neben diesen Nebenkosten, die aber sowohl auf der Einnahmenseite als aber auch auf der Ausgabenseite anfallen, gibt es noch weitere Ausgaben, die unsere Einnahmen reduzieren können und damit unseren Gewinn ja auch reduzieren können. Zuallererst möchte ich hier einmal auf die Kosten eingehen, die beim Ankauf der Immobilie anfallen und die wir direkt im Jahr der Entstehung steuerlich absetzen können. Dazu zählen nämlich alle die Kosten, die notwendig sind, um beispielsweise einen Darlehensvertrag abzuschließen. Das heißt, klassischerweise, was fällt hier immer an? Das sind die Notarkosten, die zur Grundschuldeintragung notwendig sind. Die Bank möchte ja von uns eine Grundschuld im Grundbuch eingetragen haben, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Heißt also, wenn ihr eure Darlehensrate nicht ordnungsgemäß zurückführen könnt, dann hat die Bank an dieser Stelle das Recht, euer Objekt in die Zwangsversteigerung zu geben. Das Ganze funktioniert technisch gesehen über die sogenannte Grundschuld. Um diese Grundschuld ins Grundbuch eintragen zu können, benötigen wir einen Notartermin und der Notar muss das Ganze offiziell beurkunden. Die Kosten, die dabei vom Notar verursacht werden, sind direkt in dem Jahr, in dem sie anfallen, steuerlich absetzbar. Neben den Notarkosten können aber beispielsweise auch Kosten, die zum Abschluss des Darlehensvertrags notwendig sind, wie zum Beispiel eine Agio- oder Disagio-Zahlung, auch direkt abgesetzt werden. An der Stelle ist schon ein kleiner Trick, den ich gerne mit euch teilen möchte, der für Investoren besonders interessant sein kann. Stellt euch vor, ihr würdet normalerweise über 10 Jahre eine Zinszahlung von 100.000 Euro zahlen müssen. Dann gibt es die Möglichkeit, der Bank zu sagen, liebe Bank, ich möchte direkt beim Abschluss des Darlehensvertrags schon mal 20.000 von den 100.000 direkt als Vorauszahlung meiner Zinsen bezahlen. Diese Vorauszahlung kann ich zu 100% steuerlich ansetzen und die reduziert natürlich meine Einnahmensituation und damit habe ich die Möglichkeit, sogar eine Steuerrückerstattung zu erhalten, wenn die natürlich entsprechend die Einnahmen übersteigt. Wichtig ist zu wissen, dass sich dadurch mein Zinssatz natürlich nicht erhöht oder reduziert, sondern die insgesamte Zinszahlung über die 10 Jahre bleibt gleich. Das bedeutet, wenn ich vorher beispielsweise einen Zins von 4,6 hatte, reduziert sich mein laufender Zins, der also für die Annuität berechnet wird, dann dementsprechend auf beispielsweise 3,6. Die insgesamt gezahlten Zinsen von 100.000 Euro bleiben aber immer gleich. Wenn ihr jetzt eine Immobilie kauft, kann es ja auch sein, dass ihr dafür einen Gutachter beauftragen möchtet, dass dieser Gutachter mit euch gemeinsam das Objekt einmal begeht, um euch vor schlimmen Fehlern zu bewahren. Und diese Kosten, die dann für den Gutachter entstehen, auch die könnt ihr direkt steuerlich ansetzen. Es gibt ja nicht nur die technische Objektprüfung, sondern vielleicht auch die kaufmännische Objektprüfung. Und Kosten, die jetzt hier beim Steuerberater oder bei einem Rechtsanwalt, der euch in rechtlichen Themen berät, anfallen, auch die könnt ihr direkt steuerlich ansetzen. Um ein Objekt kaufen zu können, müsst ihr das Objekt in der Regel ja besichtigen. Also die wenigsten Investoren, die ich kenne, kaufen ein Objekt, ohne vorher selber dort gewesen zu sein. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, damit ihr diese Kosten, die ihr jetzt mit den Fahrtwegen habt, absetzen könnt, ist es notwendig, dass ihr eine Art Fahrtenbuch anfertigt, in dem ihr sagt, wann ihr wie viele Kilometer zur Immobilie gefahren seid. Dann könnt ihr nämlich auch diese Kosten für Besichtigungstermine oder auch hinterher bei der Vermietung, wenn ihr Interessenten in die Immobilie reinführt, auch diese Kosten könnt ihr steuerlich geltend machen und damit eure Einnahmensituation reduzieren. Wenn ihr
ihr für die Vermietung auch noch weitere Kosten habt, zum Beispiel habt ihr eine Schufa-Erklärung für euren Mieter gezogen, um zu sehen, ob die Bonität des Mieters passt. Auch die Kosten, die dabei bei der Schufa anfallen, die könnt ihr natürlich auch absetzen. Wenn ihr zur Vermietung auch einen Makler beauftragt und ihr die Vermietung beispielsweise nicht selbst übernehmt, auch die Kosten für den Makler könnt ihr hier nutzen, um eure Einnahmen wieder zu reduzieren. Wenn ihr neben den üblichen Themen einen externen Hausverwalter engagiert, der für euch zum Beispiel die Nebenkostenabrechnung erstellt oder für eure Mieter als Ansprechpartner zur Verfügung steht, auch hier fallen ja jetzt Kosten an für die Hausverwaltung, die könnt ihr auch steuerlich absetzen. Wenn ihr aber beispielsweise keinen externen Hausverwalter beauftragt, sondern das Ganze selbst über eine Software abwickelt, dann könnt ihr natürlich auch die Kosten, die für die Software notwendig sind oder für Bücher, die ihr euch gekauft habt, steuerlich absetzen. Wenn jetzt in der Immobilie gewisse Schönheitsreparaturen notwendig sind, zum Beispiel wollt ihr einmal weiß durchstreichen oder einen neuen Fußboden reinlegen, dann sind das auch Kosten, die ihr direkt nutzen könnt, um eure steuerliche Einnahmensituation zu reduzieren. Neben den Schönheitsreparaturen gibt es auch noch die Erhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen, also beispielsweise saniert ihr ein Badezimmer, dann sind das auch Kosten, die ihr nutzen könnt, um die Steuerlast zu reduzieren. Die Kosten, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind ja relativ leicht zuzuordnen, weil ihr kriegt eine Rechnung und habt dann die Möglichkeit, das Ganze anzusetzen. Neben diesen direkten Kosten gibt es aber auch noch indirekte Kosten, zum Beispiel die sogenannte AFA. Hinter dem Wort AFA verbirgt sich der Begriff Absetzung für Abnutzung. Was verbirgt sich dahinter? Ihr könnt euch vorstellen, dass aus Sicht des Finanzamts euer Gebäude über 100 Jahre an Wert verliert. Also das heißt, nach 100 Jahren aus Sicht des Finanzamts kracht das Haus in sich zusammen. Das heißt, ihr könnt jedes Jahr 2% auf den Wert des Gebäudes abschreiben. Und was verbirgt sich dahinter? Das Finanzamt vermutet, dass sich also eure Immobilie um diese 2% von Jahr zu Jahr im Wert mindert, wenn ihr keine Erhaltungen in diesem Gebäude durchführt. Diese 2% könnt ihr direkt nutzen und das sind ja indirekte Kosten, weil sie eigentlich nicht faktisch auf eurem Konto anfallen, sondern ja nur buchhalterisch in eurer Immobilie anfallen. Früher hat man an der Stelle die Kaufpreisaufteilung so vorgenommen, dass der gesamte Kaufpreis zu 80% dem Gebäudekörper zugeordnet wurde und zu 20% dem Grundstück. Warum ist das wichtig? Aus Sicht des Finanzamts ist das Grundstück nicht abschreibbar. Also das Grundstück, auch wenn man jetzt den Rasen platt treten kann, es nutzt sich nicht ab. Das heißt, der Wert, der für das Grundstück einmal festgelegt worden ist, der bleibt aus Sicht des Finanzamts immer gleich. Wir können nur den Gebäudekörper, den können wir für die Abschreibung nutzen. Das heißt, aus Investorensicht ist es besonders wichtig, den Wert der Immobilie möglichst hoch anzusetzen und den Wert des Grundstücks möglichst niedrig anzusetzen. Dafür hat das Finanzamt natürlich eine Vorgabe geschrieben und ich habe euch unter diesem Video eine Excel-Datei verlinkt. Da könnt ihr die Daten des Objekts eintragen und damit genau feststellen, wie viel Prozent eures Kaufpreises entfallen auf den Gebäudekörper und wie viel auf das Grundstück. Einer der größten Hebel bei den Immobilieninvestitionen sind die anschaffungsnahen Herstellungskosten. Grundsätzlich kann man sagen, dass 15% dieser anschaffungsnahen Herstellungskosten direkt im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden können, wenn sie in den ersten 3 Jahren nicht mehr sind als 15%. Heißt also, wir haben jetzt den Wert des Gebäudekörpers ohne den Grundstücksanteil und auf diesen Gebäudekörper können wir 15% dafür nutzen, die Kosten für Herstellungskosten, also Sanierungen, beispielsweise vom Badezimmer, direkt im Jahr der Entstehung absetzen zu können. Dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig für Investoren, weil mir selbst ist es schon passiert, dass ich diese 15% gerissen habe, also darüber Kosten produziert habe. Und dann hat das Finanzamt das Recht, diese ganzen Kosten, die innerhalb der Jahre, also der ersten 3 Jahre, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die 15% überschritten habe, in Summe zu nehmen und die Gesamtkosten auf 50 Jahre abzuschreiben. Das ist für einen Investor natürlich ein steuerliches Desaster, weil wir dann nur 2% abschreiben können, anstatt die gesamte Summe direkt im Jahr der Entstehung. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, euch jetzt hier dafür zu sensibilisieren. Ich selbst bin kein Steuerberater. Ich kann euch nur Informationen und Tipps geben, die ich als Investor selbst erfahren habe. Sucht euch einen professionellen Steuerberater, der sich im Immobilienbereich sehr, sehr gut auskennt und lasst euch direkt, wenn ihr eine Immobilie kauft, von diesem Steuerberater so beraten, dass er euch die Summe, die ihr da zur Verfügung habt, so ausrechnen kann, dass ihr sie immer im Hinterkopf habt und auf jeden Fall bei der Sanierung berücksichtigt. Wenn wir jetzt von der Abschreibung der Gebäude nochmal ausgehen, dann ist es auch noch wichtig zu wissen, dass Gebäude, die vor dem Baujahr 1925 errichtet worden sind, die könnt ihr mit einem Abschreibungssatz von 2,5% abschreiben. Gebäude, die zwischen 1925 und 2023 hergestellt worden sind, also gebaut worden sind, die könnt ihr mit 2% abschreiben. Neubauten ab dem Jahr 2023 können wir mittlerweile mit 3% abschreiben. Das Ganze ist erstmal zeitlich begrenzt, aber aktuell ist es so, dass wir 3%
Abschreibung geltend machen können. Wie errechnet sich jetzt also die Berechnungsgrundlage, wie ich diese Kosten ermitteln kann? Neben dem Kaufpreis fallen ja noch Nebenkosten an, die zu diesen Gesamtkosten zuzählen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Grunderwerbsteuer, die anfällt. Die ist natürlich je nach Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Nordrhein-Westfalen beträgt sie 6,5%. Dazu kommen die Kosten für die Erstellung des Kaufvertrages. Die betragen 1,5% des Kaufpreises. Zusätzlich kommen Kosten für die Grundschuldeintragung und für die Gerichtskosten dabei. Das sind auch nochmal in Summe 0,5%. Und wenn ihr die Immobilie über einen Makler gekauft habt, kommen natürlich auch noch die Maklerkosten obendrauf. Dazu zählen dann aber auch die Kosten für einen Gutachter, Steuerberater, Rechtsanwalt, alles Kosten, die bei der Anschaffung des Objektes entstehen. Diese Gesamtkosten nehmen wir jetzt für die Ermittlung der Aufteilung zwischen Grund und Boden. Die Arbeitshilfe, die ich euch beigefügt habe, die könnt ihr dafür verwenden, um das Ganze einmal auszurechnen. Jetzt haben wir den prozentualen Anteil von unserem Kaufpreis. Ich gehe mal von 100.000 Euro in diesem Beispiel aus. Dann kann ich die, je nach Baujahr, Abschreibungsgrundlage auf diesen Anteil geltend machen. Die Abschreibungsgrundlage beträgt bei einem Gebäude zwischen 1925 bis 2023 2%. Das heißt, 2% von meinen 100.000 Euro, das ist die Abschreibungsgrundlage. Was können wir jetzt also zusammenfassen? Achtet beim Kauf eurer Immobilie nicht nur die üblichen Kosten, die entstehen, sondern führt ein Fahrtenbuch, wie oft ihr zur Immobilie gefahren seid, um das Objekt zu besichtigen. Prüft auch, ob ihr im Vorfeld Literatur angeschafft habt, die dafür notwendig war, dass ihr euch das Wissen angeeignet habt, um diese Immobilie zu kaufen. Wenn ihr Coachings gebucht habt, um euch im Immobilienbereich weiterzuentwickeln, auch das sind Kosten, die ihr absetzen könnt. Also im Prinzip alles das, was mit dem Kauf dieser Immobilie in Zusammenhang gebracht werden kann, könnt ihr steuerlich absetzen. Am besten macht ihr euch dafür eine schöne Aufstellung und besprecht diese Aufstellung gemeinsam mit eurem Steuerberater. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, ich selbst bin kein Steuerberater und kann euch hier jetzt natürlich nur meine Expertise als Immobilieninvestor weitergeben und möchte euch dringend nochmal dazu raten, sucht euch einen professionellen Steuerberater, der euch auf diesem Weg begleitet. Wenn ihr hier aus der Region kommt, kann ich euch natürlich gerne meine Kontakte zur Verfügung stellen. Sprecht uns dafür einfach an und dann gebe ich den Kontakt gerne an euch weiter. Wenn ihr in Zukunft keine Investorentipps mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, teilt ihn mit euren Investorenfreunden, die auch interessiert sind in Immobilien und kommentiert gerne fleißig, welche Tricks ihr noch auf Lager habt, um weiter Steuern im Immobilienbereich zu sparen. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch.